Also, was für ein Glück. Ja, gleich das dritte Spiel, nachdem ich aufgehört habe, war, was ich wollte. Kanako. Und vorsichtig voll. Ah, zum Glück. Und das ist jetzt fast umgebracht. Oh. Bitte macht alles klappt, bitte macht alles klappt, bitte macht alles klappt. Schnitt. Heul. So, jetzt habe ich sie wieder. Und nach dem Versuch. Ja, diesmal hat es etwas länger gedauert. Ich glaube, hier ist der 10. Kampf, den sie endlich auftaucht. Und diesmal habe ich Pokémon Nachschub. Du aufs Nachschub geholt. Nochmal kommst du mir nicht, Kanako. Zwei, drei. Du gehörst mir. Gacha. Kanako Stratum was added in the Pokédex. Nee, in der Ironheart. Mal, ihr Symbol ist die Schlange, aber den Rest konnte ich davon nicht lesen. Mist, ich hab mir noch gar keinen Namen für sie ausgesucht. Scheiße. Kanako, Kanako, Kanako. Ach, mach ich da einfach erstmal so. Sensei. Und nicht den Kaffee, sondern das japanische Wort für Meister. Noch Mist, ja. Ekomiko. Remi. Einfach mit dem Siegelnabel im Haut. Also erstmal ablegen, was ich nicht mehr brauche. Mal sehen. Chen, du kommst nicht mit ins Team und Alice. Katko und Suwako. Und Miko. Nee, Miko. Wär zu schön gewesen. So. Jetzt kann ich auch mal damit rausrücken. Die anderen drei, wo ich ins Team haben will. Eins davon habe ich schon getroffen, die anderen beiden nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wo man sie fangen kann. Daher kann es sein, dass ich Ewigkeiten mit diesen drei ins Team renne. Nee, nach oben. Ja. Jetzt kommt das, was wirklich früh kommt. Und zwar, der zeigt mir, wie man Torus fängt. Ja. Ist ein bisschen spät. Ich habe ja schließlich schon 5 Stück insgesamt. Nee, 4 gefangen. Kirno. Chirno. Baka. Ja, sie ist Nummer 4, die ich in den Bund haben will. Eis-Pokémon. Ich kenne jemanden, der schwört, ob das Eis-Pokémon wohl die neuesten Pokémon sind. Ich selbst habe nie eins getrainiert. Weil bei dem Typen wir ausprobieren, ob das wirklich stimmt. TGTV. TGTV, I don't know what this is, but I don't need it. And I forgot the Tohu orb at the other side of this bush. Ja, das war schlechtes Englisch. Aber wenigstens reicht das Englisch, um Spiele spielen zu können. Ja. La, la, di, da, di, dam, dam. Ich verschwinde jetzt aus dieser Stadt, wo ich am Ende sowieso wieder hinkomme. Ja.
Mia. Tohuwabohu, den will ich auch. Da ist ein Busch. Da ist noch ein Tohuwabohu. Ich habe gerade eben vergessen, ob ich geheilt habe oder nicht. Ja. Viridian Forest. Vertania Wald. Okay, da war nichts. Da oben war auf jeden Fall was. Ja. Ein Tohu Orb. Was läuft hier so Schönes rum? Luna Child. Das sieht aber gar nicht aus wie ein Mond. Fine Wipe. Leer. Silberblick. Leer. Ja, leer ist irgendwie ein lustiges Wort. Wenn Silberblick bedeuten soll. Leer. Es ist so leer. Der Kampf. Dort dann 28 Erfahrungspunkte reichen nicht für das Level Up. Aber das nächste wird's mir bringen. Und jetzt. Noch ein Luna Child. Scratch. Kratzer. So viel ich weiß. Gacha. Aber die kommt sowieso nur in die Box, damit ich den Eintrag habe. Luna Child. Eine Mondlichtfee. Halt, Fee. Sie bekommt oft einen schlechten Job. Ah, die Arme. Aber mir ist sie arbeitslos, indem sie nur in der Kiste umhängt, sitzt. Oh, und das ist doch Star S. Chibi Star S. Ich weiß noch, lieber Wasser. Das heißt, Fine Wipe ist sehr effektiv, aber sie macht trotzdem nicht mehr Schaden als normal bei Lunaschalt. Das wird einem zum Nachdenken geben. Super effektiv. Super nicht sehr effektiv, sondern super effektiv. Das ist doch super. Da. Yep. Ich weiß gerade nicht, wie der Song hieß, der mit dem Pokémon-Song vermischt wurde. Aber ich kann einigermaßen ein bisschen den Text. Ja, ich glaube, wenn ich das nicht in Pause mache, gucke ich mal nach. Kann ich bei nächster Gelegenheit, wenn es mir wieder auffällt, Bescheid sagen. Fine Vibe. Ein Treffer, super effektiv. Nicht mal ein kritischer, aber tot. Aber noch eins hat sie hier, Level 6. Dann kann ich sogar wohl nach vorne hauen. Oder Frog, wie sie bei mir heißt. Frog ist in der Haus. Sunny Milk. Ich hab viele Feen im Wald. Ich muss Pokémon austauschen. Sie war Typ Feuer, das weiß ich noch. Das Schöne ist auch, hier sind die Typen sehr vermischt. Also kannst du an allen möglichen Orten alle möglichen Typen finden. Das ist sehr praktisch, kann man sich recht früh sein Team aus den richtigen Typen zusammenstellen. Aber ich stelle meist aus den Charakteren her, nicht aus den Typen. Leider aus den 368 Tohus, die da drin vorkommen, wobei Entwicklung so als gezählt ist, sind das ungefähr 133 verschiedene Tohus, von denen ich mir 6 aussuchen darf, welche ich mir ins Team nehme. Wobei ich noch lange nicht alle kenne. Von den Feen kenne ich keine einzige beim Namen. Sensei erhält Level 6. 212120. Und Frog noch 17 Erfahrungspunkte.